Hallo ihr Lieben, euer Girl, Stilchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross Board Your Board, yes. Normalerweise müssen wir jetzt hier weitermachen in Dead Sea, wir haben nämlich letztes Mal den Einlanzer von Garay bekommen und ja, das war ein fehliger Part. Der Boss hat es wirklich in sich gehabt. Ich möchte eigentlich jetzt auch mit Aalt spielen und auch mit Sneff. Aber wenn wir hier mit allen Demi-Humans hingehen, müssen wir eigentlich was bekommen. Eigentlich. Hallo? Hallo? Renn nicht von mir weg. Okay. Scheinbar nicht. Strange. War eigentlich, wenn man das Ziel geschafft hat. Na, ich will zwar nicht spoilern. Ich weiß nicht. Ist komisch. Also irgendwas habe ich falsch gemacht, scheinbar. Aber eigentlich kriegt man hier noch so ein Frame, damit allen Demi-Humans hier hinkommt. Ach, in Another World. Wir sind ja Homeworld. Ja, aber ich komme ja nicht zu Another World. Tja, Epic Fail. Dann geht das wahrscheinlich doch noch nach Dead Sea. Ich habe ein bisschen Schiss. Ach ja, ich bin immer noch ein bisschen benebelt von dem Bosskampf im Let's Part. I'm so sorry. Wir benutzen jetzt erstmal den Teleporter und wie gesagt, jetzt spielen wir mit Sneff und Aal. Die habe ich nämlich auch schon equipped. Also mit Items und Elementen. Und jetzt muss ich euch erstmal was beichten. Ich habe mich beschwert, es gibt nur einen Revive. Ja, Aal hatte das andere Revive, for whatever reason. Sie hatte noch Elemente, sie hatte noch einen Revive. Das war mein Fehler, darum war der Bosskampf so schwer im letzten Part. Ja, so schaut's aus. Erstmal wieder Heilung, Buffs, Debuffs, etc. In den ersten Slots und später kommen die starken Elemente. Sehr viele Infernos, Diminish natürlich am Start, Seal All auch. Weil das bedeutet, dass der Gegner gar kein Element mehr macht. Wir auch selber nicht, tatsächlich. Aber da ich da sowieso mit Eagle Eye und Strengthen spiele, ist das eigentlich eine gute Sache. Der war ja Garay auch nicht schlecht gewesen. Wobei der mit physischen Attacken auch unfassbar viel Schaden gemacht hat. Ja, er hat ganz schön viele Slots, hat ganz komische eigene Fähigkeiten. Hier Big Deal. Wirft einfach Karten auf den Gegner. Er hat jetzt auch den Thunderstorm. Das gelbe Innate. Das hier verstehe ich gar nicht. Reordered Digits to make your HP value. Voll RNG. Zum Kotzen. Und so schaut es jetzt bei links erstmal aus. Hat auch noch Earthquake. Habe ich überlegt, ob ich das nicht lieber Aal geben soll. Wäre halt schlauer, aber. Wie gesagt, ich habe ja so eine andere Strategie. Sie hatte Dancing Shoes, irgendwie Ausweichrate, Mithril Helm und dass wir mehr Geld bekommen. Für die, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich Resistance Ring und so. Ich habe ja hier schon öfter nicht mehr reingeguckt. Das, ja. Macht die Chance niedriger. Nee, Quatsch. Die Effekte, die Statuseffekte hier einfach schneller weg. Hier auch. Nur wahrscheinlich nur extremer. Weil das habe ich ja von Janice bekommen. Bei diesem Tournament, bei diesem Monster-Tournament. Das hier ist auch interessant. Dreamer's Grave. Fängst du mit Power Level 1 an, aber Level 1 ist mir zu wenig. Skyjin Ring ist auch nicht schlecht. Magic Defense Earn ist halt auch not bad. Aber nur für die, die sich jetzt immer gefragt haben, hey, was ist das eigentlich für neue Items? Da habt das. Der geht nur auf Angriff. Das habe ich jetzt zumindest erstmal gemacht. Und hier, zweite Dragoon's Honor. Stacked, ja. Das heißt, der haut jetzt voll rein. Und den Stamina Belt haben wir auch noch von Genesis bekommen. Das erhöht die Stamina Recovery Rate. Ich glaube, das wird richtig cool. Weil, da kommt er schnell wieder zu Angriff. Passt ja zu unserer Strategie. Status von Sneff nochmal hier auschecken. Sieht einfach aus wie Haschel, ne? Von Letter of Dragoon. Ist 53, ist Illusionist. Rechtshänder. Und das war's, ne? Bei Aal haben wir, glaube ich, schon mal geguckt. Ja, genau. Da war alles unknown, was auch irgendwie mächtig verdächtig ist. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der schwerste Abschnitt des Spiels. Kein Scherz. Schwerer als das Finale.
Zuckerreich, Uschi Justi. Holy Powers auf die Einlenzer. Gott, was machst du da? Kommt das Schwert in den Boden? Und nun? The sword is a reflection of one's soul. Oh, I pity you. You've done no wrong either. Ja, mit dem Masamune-Schwert in Krone Cross trotzdem nicht zu Spaß, ne? Das ist halt das pure Böse. I just hope that one day that sword will be freed for enmity. Und wir haben Synchrone-Trigger zusammengebastelt, das Schwert. The Dead Sea cannot imagine what kind of spectacle lies ahead. Ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss. Der schwerste JRPG-Boss of all time. War auf jeden Fall einer der schwersten, wartet da. Der zur Story gehört. Kein Secret-Boss, Optional-Boss. Den muss man besiegen. This is the Dead Sea. This is some sight. I feel like I'm living a nightmare. The voice. It stands still, and what is that dark shadow in the distance? The treacherous ocean, the earth condemned by dragon gods. It's not all that bad. Hallo? Du machst mir Angst. Ja, der Ziel, das ist jetzt das neue große Gebiet. Ihr seht, hier gibt's viel zu erkunden. Viel, viel zu tun und ja. Das ist auch ganz am Ende noch vielen, vielen langen Dungeons. Den ominösen Boss. Wir haben ja gehört, Miguel und eine andere Person, ich glaube der Vater von Serge, Miguel ist ja der Vater von Lina. Die haben sich hier irgendwo verlaufen. Sind nie wieder zurückgekehrt. Das wird auch noch eine Bedeutung haben in der Story. Capsule! Gott, das sieht so cool aus hier. Sieht aus wie San Francisco aus Kingdom Hearts, nur komplett zerstört. Sieht so fantastisch aus. Das ist. Oh Gott. Ich blende mich dafür jetzt sogar mal aus. Sieht so speziell aus. Klar können jetzt mit Sprig auch wieder Gegner rekrutieren, aber ich habe ja gesagt, das machen wir nicht mehr. So, Sniff. Sniff! Jetzt zeig mal, was du kannst! Ich bin gespannt. Habe ich noch nie in Action gesehen. Und Let's Play machen wir es natürlich. Treffen kann auch schon mal, das gefällt mir. Ich habe Angst vor diesen komischen RNG-Move, deswegen machen wir erstmal Big Deal. Big Deal! Schmeiß mal deine Karten. Not bad. Gefällt mir. War doch super. Ich will mich nicht beschweren. Das war doch echt nicht schlecht. Boah, sind die Gegner schwach. Was ist denn hier los? Voll die schwachen Gegner. Was geht hier ab? Moonshine war defensiv. Moonbeam wollte ich. Tja, lange nicht gesehen. Good to see you again. So, und links macht jetzt der Rest hoffentlich. Oh ja, das tut er. Ja, ich sollte vielleicht mal diesen Stamina-Kram auschecken. Die Recovery Rate wirklich so viel besser ist. But we will see. Yay, High Res bekommen. Ja, ich benutze eher Low Res. Sieht ja auch ein bisschen aus wie der Jade-Steinbruch, ne? In Guild Wars. Wie kommt man zu der komischen Kiste? I don't know. Just don't know. Vielleicht kommen wir auf einen anderen Screen nochmal nach unten. Bestimmt. Na, was bist du für ein komischer Roboter? Was habe ich Angst vor deinem Heim? Das ist kein Boss, oder? Du bist kein Boss. Du bist kein Boss. Ich glaube, es ist ein Boss. Sieht aus wie das Ding von Johnny. Ich glaube, das ist Johnny. Aus Chrono Trigger. Das ist doch definitiv Johnny.
du bist Johnny. Was mit Johnny passiert? Lynx. Do your job. Gutes Eis, diminish. Sollen wir vielleicht auch so schnell wie möglich rausballern? Aber erstmal sollte Lynx die Buffs receiven. So, Lynx. Bist gestärkt. Worauf wartest du noch? Ja, dann wollen wir mal Hideaway, man. Komischer Roboter. 44. Nochmal 44. Naja. Steht ja noch gar so ein Wurzel. Ja, doch, die Stamina Recovery ist insane. Ist einfach sofort wieder da. Aber der Stamina Belt, der lohnt sich. Tatsächlich. Aber Aal hält am meisten aus. Sneff hat zum Beispiel grausame Verteidigungswerte. Da habe ich ein bisschen Angst vor. So, diminish. Los geht's. Wir haben ja den Scheiß schon mal hinter uns gebracht. Das Blöde bei Seal All ist, dass ich ja auch nicht Eagle Eye und so machen kann. Damit sollen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. So, links. Ja, die Recovery Rate ist auf jeden Fall jetzt stark erhöht. Exhaust Gas! Schon ein nerviger Startseffekt. Ja. Nämlich Dunkelheit, oh no. Dunkelheitszustand. Wenn das jetzt gefallen wird. Trotz Eagle Eye, wo bemerkt, ne? Ich glaube, Snap, du musst es übernehmen. Du musst es ruhig übernehmen. Boah, wie ausrastet. Was sich dann auch nur fühlt. Ja, Helal. Dann stirbt unser Lynx schon wieder weg. Wie im letzten Part. Im letzten Part war er wirklich dauertot. Den anderen Angriff mit Snap traue ich mich echt nicht. Ich habe Angst, das zu probieren. Ich glaube, da können wir uns selber in den Tod mit herbeirufen. Vorbei, jetzt mache ich's. Ist wohl links so angeschlagen. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Natürlich trifft er nicht. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ganz ehrlich. Ich wollte schon sagen, mach mal ein Inferno, aber Diminish ist ja aktiv. Dann mal eine Heilung. Cure Plus. Darkness und Curse. Ja, Purify wäre vielleicht schlauer gewesen. Ist der Scheiß mal verschwindet. Also, wenn das normaler Gegner hier ist, mach ich mir Sorgen. Das ist schon irgendeine Art Zwischenboss, aber uncool auf jeden Fall. Bei der Treffergenauigkeit war nichts mehr zu lachen. Ich hab's euch gesagt, Snap. Verteidigungswerte sind abysmal. Los, finish him. Das reicht einfach nicht. Oh, links ist wieder normal. Das ist gut. Sagt es hier. Und 2 Sekunden später. Der Darkness-Zustand schon wieder da. Cool, und diesmal für alle. Ich probiere es jetzt einfach. Was haben wir für eine andere Wahl? Ganz ehrlich. Weil die Elemente treffen wenigstens. Ja, das war schlecht. Das war schlecht. Genau wie erwartet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mama. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Wisst ihr was? Wenn man so verzweifelt ist, dann braucht man RNG. HP Shuffle. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Die Avatar Schlimmste. Fantastisch.
Ich habe Energie verloren. Ich sag ja, ich erwarte das Schlimmste. Das Schlimmste ist eingetroffen. Egal. Ich hab's jetzt einmal gezeigt. Ich werde den Move nie wieder verwenden. Ich glaube, der Move ist dafür da, wenn du fast tot bist, dass du dich dann wieder hochheilst. Dem Quatsch. Trotzdem nicht gut. Don't like it at all. Nicht Sneff töten. Er hat doch nur seine RNG benutzt. Keinen Grund, ihn zu hassen. Yay, Lynx trifft. Schon gut, 36. Ich glaube, Sneff stirbt jetzt. Nee. Not yet. Soll alles mal probieren. Die macht ja auf jeden Fall magisch mehr Schaden als links. Dachte ich zumindest, ist wahrscheinlich der Fall zu sein. Muss halt für die Dreier angefrieren. Ey, der Typ lebt immer noch. Was soll ich denn jetzt machen? Ist ja nie kaputt. Earthquake. Ist ja nie kaputt. Das Neff wird sowieso sterben. Aber Revive habe ich halbe und links den. Du wurdest zerschmettert vor Erdsäulen und stehst immer noch da, ne, als wenn nichts passiert. Ist klar. Hilal! Gottes Willen, ist das schrecklich. Was denn für ein Boss? Ja, für mich ist das ein Boss. Das ist ein Boss, den man auf jeden Fall mit Zaubern besiegen sollte. Ihr seht ja warum. Ja, keine Chance. Dann hier auch nochmal Hilal. Damit das Leben wieder stabilisiert wird. Oh, die dunklen Effekte sind aber weg. Problem ist, der macht so jetzt wahrscheinlich wieder drauf. Muss ein bisschen risky spielen. Stell dir mal vor, Heldsoul funktioniert. Ich hoffe jetzt einfach, dass links gleich wieder dran ist und dann komplett auf die Kacke haut. Das wäre auch was. Wovon träume ich nachts? Gute Frage, oder? Oh, ist das kacke. Das ist der nervigste Boss bisher. Alles 49. Der ist ja schon so lange am Hinken. So was, ich mache jetzt mal Revenge. Weil ich glaube, damit übertrage ich den Status. Also einen negativen Stabseffekt dem. Das heißt, er trifft jetzt nicht mehr. Überlebt er das? Gerade so. Gerade so. Big Deal. Probieren wir es, glaube ich, Sneff stirbt. Weil bis links jetzt wieder was machen kann, sind Jahrtausende vergangen. Sie trifft mich mit 46%. Ja, das war's. Ah! Natürlich, er trifft zweimal, obwohl seine Genauigkeit auch gesenkt wurde. Das ist wieder so eine Verarsche. Warum habe ich solche Skills überhaupt? Gut, dadurch bin ich den Start mit links auch losgeworden, aber... Das ist einfach so frustrierend. So, jetzt aber. Kein Film mit dem Gesicht. Er ist schon ewig in diesem Hink-Modus und er geht nicht tot. Keine Ahnung, wie die EntwicklerInnen sich das hier vorstellen. Zum Glück nicht auf Sneff. Ich spiele jetzt voll risky, ich weiß. Ich muss ja irgendwie mal tot kriegen. Er ist tot. Gott sei Dank.
Fahrzeile, du Scheißteil. Das erinnert auch ein bisschen an die Labs, ne, aus Chrono Trigger. Das war ja auch so leicht futuristisch. Zerstörten Sachen. Und da war ja auch Johnny. Der war so aus wie Johnny. Gott, und als Belohnung bekommen wir nur Nimble. Was habe ich mit Nimble? Komme ich jetzt hier runter? Das ist die Frage, ne? Wie komme ich jetzt hier runter? Guck mal, wohin es hier geht. Eventuell gehe ich dann nochmal zurück. Das habe ich mir schon was gedacht. Ach, die Musik ist ja auch so fantastisch. Ich weiß nicht, die Musik sagt schon, oh oh. Was weit gekommen, gell? Aber ja, jetzt wird's richtig schwer. Das sagt die Musik. Die hat auch was leicht Trauriges. Wie kommt man da jetzt hin? That's the question. Wie komme ich da runter? Weil von hier aus ging's irgendwie nicht. Es gibt, glaube ich, sehr viele Schatztruhen, Krone Cross, die ich einfach nicht holen werde. Weil ich einfach nicht weiß, wo man hinkommt. Das hatten wir ja schon mal in den Sumpf. Hier geht's auch nicht weiter. Ich finde die ein bisschen traurig. Aber an mir liegt es ja nicht. Ich schaue mich ja wirklich krass um. Entweder muss man irgendwas Kryptisches machen mit einer Art Reiter, aber hier hat sich die Lösung gerade so eben offenbart. Supi. Screw this. Das ist richtig angespannt, die Musik. Ich liebe es. Und du willst Stress? Hab ich gehört? Nee, ich komme da gar nicht hin. Ich komme nicht zu der Truhe. Das meine ich halt. Das ist halt Chrono Cross. Du siehst Schatzkisten und kommst dich hin und wenn du Inhalt hast, bist du so enttäuscht. Weil Inhalt einfach für die Katze ist. So, Sneff. Deinen komischen Einschlag werde ich übrigens nie wieder verwenden. Boah, links zum Powerhouse mutiert. War schon vorher, aber es wird immer krasser mit ihm. So, Sneff. Big Deal ging ja, wisst ihr was? Ich habe Bock auf noch mehr RNG. Wenn das schon der RNG-Typ ist. Warum haben die eigentlich noch nicht hellbau und. Bei meinem Glück klappt es natürlich wieder nicht. Seht ihr, was mein Glück ist? Nicht zu treffen. Ist mein Glück. Habe ich ja selber schuld. Hab ich Igel ein nicht genommen. Was für ein Element habt ihr? Dunkel. Ich hab's mir gedacht. Meteorschauer. Let's do this. Das sollte definitiv ausreichen. Gerade bei Arts magischen Werten. Ja. Wie Sniff da steht mit seinem Kartenstapel. Schon irgendwie lustig, der Typ. Auch wenn er aussieht wie Haschel. Haschel war ja ganz anders in Legend of Dragoon. Yay, hi Res. Juhay. Yay. Ja, das meine ich halt. Wenn du dann zu diesen Kisten finally gekommen bist, bist du halt enttäuscht. Weil wenn nur Müll drin ist. Mithril, wir haben noch schon Denadurit. Wir haben noch schon Denadurit. Was soll ich da jetzt noch mit Mithril? Ich verstehe es halt echt nicht. Ach, und so kommen wir in diese Schatzkiste. Ich hoffe, da ist jetzt was Cooles drin. Freefall. Und wir bekommen Freefall. Das ist auch geil gemacht, ne? Für EntwicklerInnen. Freefall bekommst du und dann gibt's wieder den freien Fall. Ja, das sollte ich aber schon AR geben. So ein starker Dunkelangriff auf einen einzelnen Gegner. Ups. So. So, wo ist jetzt Freefall? Ganz unten wahrscheinlich. Nee. Tja. Inferno muss oft. Freefall minus 1.
gerade für den ominösen Boss, den ich schon so ein bisschen angeteasert habe. Einer der schwersten JRPG-Boss ever. Gerade gegen den wird das cool. Weil der hat Schwäche, Dunkel. Na, was seid ihr für komische Gegner? Die kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Gott, wie sieht das denn hier aus? Wie gesagt, ja, das Steinbruch-Vibes, nur in futuristisch. Ich benutze Snap extra ein bisschen mehr. Hat den wahrscheinlich nach Dead Sea nie wieder spielen werden. Weil ihr seht ja auch die Skills. Die da hat sie nicht so gut. Aber hey, er hat jetzt seinen großen Auftritt. Ich hoffe, er freut sich. Habt ihr gesehen? Der Gegner ist weiblich. Wie kann ein Roboter weiblich sein? Ihr wird fragt Chrono Trigger, Prometheus und Atropos. Man kennt die Geschichte, ne? Im optionalen Dungeon. Im Chrono-Universum haben sogar Roboter im Geschlecht. Ist halt irgendwie witzig. Lass mich durch. Danke. Anti-Blue. Hat man, glaube ich, auch schon gehabt. Ja, das sieht schon echt besonders aus hier. Das ist eigentlich eine Another World hier. Ich glaube, die Dead Sea existiert nur in der Homeworld. Weiß ich gar nicht. Resistance Bells. Den gab es auch für dieses komische Monsterturnier. Das bekommt man einfach so. Toll. Freude sieht definitiv anders aus. Da kommen wir irgendwo rein. Was bewachst du? Ich glaube, die Gegner schaffen wir mal aus dem Weg. Den hier und die anderen komischen Typen. Der Jadesteinmann Guild Wars ist auch durch ein Missgeschick passiert. Durch die Mächte des Bösen quasi. Wow. That was strong. Da ist nämlich das Meer einfach eingefroren. So hat es ja auch hier ja anscheinend. Das Meer ist einfach eingefroren und jetzt zu einer festen Masse geworden. Aber warum? Was das Schicksal, was fällt? Was auch tatsächlich im Spiel eine große Rolle spielen wird. Fragen über Fragen. Was ist das für ein komischer Tower? Da komm mal rein. Okay. Hier ist eine versteckte Truhe. Earring of Light. Das interessiert mich jetzt aber doch. Increase the amount of HP. Wahrscheinlich eine bessere Version vom Golden Earring. Das für ein komischer Computer. Und was macht Norris hier? Er ist uns heimlich gefolgt. What is it, sir? So many strange things happening here. The power source is still active. I do have knowledge of electrical engineering. Can you give me a minute, sir? Let's see. Einfach mal ein paar Knöpfe drücken, wie Robo in Chrono Trigger. Der wird schon wissen, was er macht. Hoffentlich. There. The monitor should be able to display some information, sir. Das ist doch Lava aus der Endboss aus Chrono Trigger. Was macht der denn da? 2300 AD, Lithosphere Investigation Report. Report Nummer 27, Unknown Life Force, Parasitic to the Planet, Geologic Stratum Result. 65 Millionen Jahre vor Christus. Code Lavos. Ja, da ist er entstanden. Oh Gott, jetzt kommt die Verknüpfung zu Chrono Trigger. Bislang haben wir noch nicht viel von Chrono Trigger gesehen. Jetzt wird es immer mehr verknüpft. Immer relevanter. Habe ich auch schon Let's Played. Schaut's euch am besten mal an. 2300 Anno Domini, you mean a rune from the future? Norris,
can't you download more info about this world? Yes. One moment, please. Slumbering deep beneath the crust, when lovers awakes, this planet will be destroyed, wahrscheinlich. What happened, Norris? What happened to the screen? The power supply has gone out. At this rate, we will not be able to gather further information. Damn, we are so close to learning more about lovers. We will not be able to find out anything new. Let's proceed. With caution. Ciao, Norris, wo auch immer du jetzt alleine hingehst. Ich weiß auch nicht, was der jetzt hier macht. Gott, auf jeden Fall Lovers. No power. Oh Gott, Leute. Die Connections zwischen nur Chrono und wir wissen ja, nach Chrono Trigger die... Warum komme ich hier nicht weg? Die Prinzessin ist ja immer noch im Nichts gefangen. Die Schale. Kung-Fu-Shoes. Ich glaube, die sind besser als Dancing-Shoes. We will see. Kung-Fu-Shoes. Ja. Guck, was ich noch alles weiß. Fantastomatisch. Na, was bewachst du da? Die sehen so richtig emo-mäßig aus. Gucken mal auf den Boden und so. Ja, die Schale, ne? Man hat tatsächlich den Chrono-Trigger dafür benutzt, um Chrono wieder zu beleben. Und die Schale, die bleibt noch immer verschollen. Die ist immer noch in diesem Raum-Zeit-Kontinuum von Lovers neu gefangen. Das wird tatsächlich eine Rolle spielen. Ihr Lieben, das mit Schale. Wer es glaubt oder nicht. Jetzt kommen mal wieder die Feral Cats. Nach all den Jahren. Wirst durchlöchert und durchbohrt und stirbst. Link macht alles solo. He is our man. He is our king. Willkommen, Eyeball. Einfach das Auge ausgestochen und mitgenommen. Stamina Ring? Das ist auch schlechter als der Belt, glaube ich. Steht da nicht, ne? Ich glaube nicht, dass der Ring besser ist als der Belt. Das glaube ich einfach nicht. Ich bleibe mal beim Belt. Schreibt es gerne in den Kommentar, falls ihr es wisst. Gott, die Musik. Ist so richtig angespannt. Oh, neuer Gegner. Anti-Green. Den nehme ich mal mit. Hallo? Hast du etwa Angst zu kämpfen, nur weil Links übermächtig ist? Man munkelt. Oh Gott, wie viele sind das denn? Das schreit nach anderen Maßnahmen. Das schreit nämlich nach einer wunderschönen Gravitonne. Ja, machen wir so. Gravitonne plus 3. Full Power. Oh. Kann man ein gutes als Earthquake hätte mehr reingehauen. Nein, jetzt sind die dran. Hoffentlich nicht alle hintereinander. Aber eigentlich wollte ich jetzt ein schönes Earthquake machen. Mhm. Also mehr geht ja nicht, ne? Das ist noch sehr effektiv, weil die grünes Element sind. Komm schon, töte sie links. Normalerweise bin ich jetzt keine Magie-Userin in dem Spiel. Aber in dem Fall bei so vielen Gegnern, denke ich, ist das Beste, was wir machen können. Einer überlebt for whatever reason. Den darf Snaff übernehmen. Ja, ein Mann der Tat. Der Snaff. Mann der Tat. Auch wenn er nicht die hübschesten Zähne hat, ne?
Spills leicht verstören von ihm. Wir haben so eine Art Level-Up bekommen. Mini-Level-Up. I love it. Tower of Gaddon, da sind wir jetzt schon. Echt jetzt? Dann tausche ich Snaf leider schon aus. Bis gleich. So, ihr Lieben, Irene's ist jetzt voll am Start. Ja, wir spielen mit Irene's Tower of Gaddon. Los geht's. Neues Glied, neues Glück, neuer Dungeon, neuer Charakter. Why not? This must be the center of the Dead Sea. All this chaos must have spread out from here. Gott. Sieht aus wie eine zerstörte Fabrik. The buildings seem to have melted into one giant conglomeration. What's up with this place? Oh Gott, Irene's und Aal, ey. Jetzt fällt er los mit der Synchron den Dialekt. Weil Irene's irgendwie skandinavisch-deutsch und Aal ist natürlich französisch. Gott, das sind nur Zombies. Gruselig. Irgendwelche Zombies. Oh, ihr Lieben, ich hab Angst. Irgendwie komische Metall-Roboter-Zombies. Wirklich gruselig. Komm ich zu den Kisten? Wir werden jetzt wahrscheinlich sowieso in ein oder zwei Gegner reinstoßen. Deswegen vorsicht jetzt mal keine Kämpfer. Wie gesagt, Kämpfe in Krone Cross bringen halt nichts. Feder. Einfach eine Feder gefunden. Ob die wirklich uns von Nutzen ist? Ja, der steht natürlich jetzt dick fett im Weg. Und muss vernichtet werden. Kann Irene's direkt mal zeigen, was ich kann. Die hat sehr gut mal Schwerter tatsächlich. Ungefähr so wie Haare. Ah, mag ich natürlich. Und Schaden macht sie tatsächlich auch. Not bad. Und sie hat natürlich auch Eisberg. Den nur Blue Innates haben können. Also nur die, die Wasserelemente zugehörig sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Stärkster Wasserzauber im Spiel. Ich fand das gerade so cool. Da macht der Gegner auch Eisberg. Machen die alles nach, diese blöden Puppen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was von ihr halten soll. Creepy wie in einem Silent Hill. Silent Hill Origins hat ja auch diese komischen Pumpen gehabt. Und Mithril gibt es mittlerweile in Terry geschmissen. So ein Quatsch. Was ist das Bild? Was soll das sein? Das sieht so krass aus. Das ist irgendwie eine verlassene Fabrik oder ein verlassenes Einkaufscenter. Könnte halt tatsächlich beides sein. I don't know. Ich weiß, dass es noch nach oben geht, aber ich will erstmal gucken, was hier ist. Da heult irgendwer. Kann ich dir helfen, Kumpel? It is time. You must go. You will miss the train. You will miss the train down the drain. Ja, wie Zug verpassen? Ich will den Zug nicht verpassen. Ich habe Ghost Train geguckt. Es gibt so ein Spiel, das heißt Ghost Train, ein Indie-Spiel. Und da ist einfach auch Endstation. Der Zug fährt nämlich ins Jenseits. Sehr gruselig. Ich weiß nicht, was ich jetzt gebraucht habe. Purify! Davon habe ich eh zu wenig, finde ich. Purify ist eine gute Sache, da geht's weiter. Ist das denn jetzt der richtige Weg? Weil da hinten war ja noch eine Schatzkiste. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Station Pass, Aristorm. Aristorm? Ist doch schon wieder was aus Chrono Trigger. Da gab es doch die Aris-Kuppel. Soll das die Aris-Kuppel sein? Wie gesagt, das hat ja jetzt sowieso schon diese Lab-Vibes.
Und alles zerstört, was Lavos. Das Foreshadowing von Lavos Zerstörung. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Aber einmal will ich nochmal gegen diese Puppen kämpfen. Yay, Mithril. Ist das nicht so, dass wir eben viermal Mithril bekommen haben oder so fünfmal? Darauf hat die Welt definitiv nicht gewartet. Aber die Gegnervielfalt hier ist echt krass in der DLC. Brauchen nichts rausschneiden. Immer neue Gegner. Finde ich schon fantastisch. Doch, doch. Meine Kinder heißen die. Also Testpuppen, ne, quasi. Wenn ich jetzt Inferno mache, kriege ich das Inferno auch zurück, ne? Also mache ich die Feral Cats. Weil ich nicht davon ausgehe, dass sie das auch kopieren. Wenn doch, dann gehe ich nur eine Weile. Keine Feral Cats zum Glück. Und einen schönen grünen Zauber, so Tornado oder so. Das wäre jetzt geil. Aber Tornado können wir nur die mit grünen Elementen nutzen. Na komm, was soll der Geiz? Inferno! Ich hoffe, das reicht. Ja. Viel aushalten tun ja die ja nicht, aber wenn die alles kontern, dann Prost Mahlzeit. Hier sehr schönes Ende finden, glaube ich. Und wir kommen noch in Inferno. Warum bekommen wir immer Inferno? Der Zauber ist ja fantastisch, aber wir haben jetzt schon 20.000 Mal. Der einzige Weg, wo es weitergeht, ist der. Sieht aus wie eine Art Kinosaal. Da komme ich jetzt einfach so runter. Tatsächlich. Was ist das hier? What's wrong, Search? Did you sense something? Gott. Die sieht aus wie Minimale aus Chrono Trigger. Voll süß. Minimale, warte. Are you alright? Schüttel den Kopf, er ist nicht alright. Wait, you saw a child? I did not see a child anywhere. Nothing will surprise more here. Let's just keep going. Na dann. Tja, so aus der Rahmen passt gar nicht zu DLC. Da hier alles so metallisch ist, ein Plate. Hier ist eine Kiste. Ach so, die ist oben. Upsi. Was seid ihr für komische Prinzessin? Spektralprinzessin. Oh Gott, ich hab Schiss vor denen. Sieht aus wie eine Theaterbühne, also mit Kinoleicht nicht komplett falsch. I'm Amanda. I'm going to use Cure Plus. I'm Genna. And I'm Cancer. Du bist Cancer? I hope that you don't have cancer. Shannon, 14 years old. Die ist nicht gut gealtert. Sieht verdammt alt aus. Libra. Und sie liebt Vulkanos. Das heißt, die wird zuerst sterben. Warum verraten die ihre Strategien? Das war peinlich. Auch nur Schaden machen. Das wird ein bisschen mehr Schaden machen. Gott, das machen wir jetzt am besten. Ich glaube, wir machen am besten was mit Irene's. Weil sie hat ja den Iceberg. Und diesen rotes Element. Nein. Na gut, heil ruhig. Heilung ist mir komplett egal. Weil der Iceberg macht keine Gefangenen. Ich hoffe, die haben jetzt nicht nur Magieresistenz.
Sonst wäre ich mit der Lügenstrategie natürlich besser gewesen. Fast 300 Schaden auf alle. Oh mein Gott. Gut, dann weiß ich schon, wie ich es beende. Jetzt haben wir einen guten neuen Graviton. Graviton! Los geht's. Der Boden saugt euch alle auf. Nein, ein lebt noch. Betonung lag auf noch. Ja, weiß ich. Dadurch, dass die Vulkane können, hätten die jetzt alle mal von Vulkane gemacht, wäre es vorbei gewesen. Kann die Gegner nicht wirklich einschätzen. Sie machen mir Angst. Warum geben die Aqua Balls? Die waren noch Feuerelement. Komische Gegner. Feder. Was soll ich mit den ganzen Federn? Was ist das für eine komische Maschine in der Mitte? Fragen über Fragen. Kann ich auch nicht untersuchen. In dem Spiel kann man sowieso sehr wenig untersuchen. Was ein bisschen ungewöhnlich ist für JRPGs. Gott, muss ich jetzt auf die Theaterbühne? Scheiß Maler dahin gerannt, ne? Das war bestimmt Maler. Nein. Ich mache dir jetzt erstmal wieder ein Vorstellungsgespräch. Oh. Ja, du bist 50 Jahre alt und machst Recover All. Herzlichen Glückwunsch. I like to suck blood. Me too. Kann sich unterhalten. Valentin, ja, Volcano, super. Ich freue mich auf dich. Was, die ist 25? Wenn wir Pech haben, haben wir jetzt verloren. Tornado und Volcano. So viel Schaden macht das nicht, so. Das ist trotzdem scary. Warum können wir sowas? Planänderung? Planänderung heißt Hilal. Boah, was war das denn? Erstmal den stärksten Feuerzauber, den stärksten Windzauber. Direkt zu Beginn. Das, fand ich eher weniger cool jetzt. Oh, ich bleib mal offensiv. Und wir probieren es mit Meteorschauer. Why not? Denke ich, die Flächenangriffe sind besser gegen so große Gegnergruppen. Nur Inferno nicht, weil die selber Feuer sind. Irene's, wie wär's? Schönen Wasserangriff. Kein Stamina mehr. Hat links irgendwas Cooles? Ja. Natürlich, der hat doch die Feral Cats. Oh Gott. Los. Maus. Sie ist zu Tode. Die haben aber voll das schöne Kleid. Auch wenn die wirklich Silent Hill Gegner sind. Schönes Kleid haben sie. To heal a party member. Not impressed. Ich will eigentlich die Heilung noch in Kampf haben. Gott, wie creepy die angelaufen kommt. Um die Heilung noch in Kampf zu haben, darf ich natürlich jetzt nicht die Elemente verbraten. Oh. Der Nahkampfschaden ist wirklich ziemlich ungefährlich. Wenn ihr mich fragt. So, da war es nur noch eine. Ich will mal gucken, was die noch hat. Water Breath. Checken wir das mal aus. Wasser, Atem!
Also Irene's ist die beste Maklerin, die jemals dieses Team gesehen hat. Oh mein Gott. Ihr Zauberpower ist amazing. Die Lutsch. Okay, die Viecher zu töten lohnt sich. Das heißt, ich werde die alle besiegen. Ihr wollt oder nicht. Wir bekommen einfach die Lutsch. Ja, moin. Gebe ich natürlich Irene's, weil sie dem Wasserelement zugehörig ist. Zweitstärkster Wasserzauber. Icy Cold Floodwaters. Die Irene's ist auf jeden Fall gut am Start jetzt. Wenn sich das so krass lohnt, muss ich die auch noch besiegen. Nützt ja nichts. Ich weiß, dass sie nervig sind, gerade mit dem Anfang. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Pisky ist 16. Poison Gas, keine Ahnung. Was ist Poison Gas? Tina, Fireball, ja. Mach mal Fireball. Ich hab gehört, Fireball ist viel stärker als Volcano. Viel, viel stärker. Ja, Cure Plus. Gerne. Und das ist Cynthia. Die ist vegetarisch und benutzt Aquabeam. Kein Volcano, kein Tornado. Nichts, wofür wir Angst haben müssen. Ich kündige einfach ihren ersten Angriff an, machen Vorstellung. Kann auch nicht von jedem Gegner im Videospiel behaupten, dass sowas erst gemacht wird. Erstmal Vorstellungsgespräch. Ja, ich bin nicht hier. Ich bin fast 28. Ich nehme Let's Plays auf. Ja. Erstmal ein Vorstellungsgespräch bei jedem Gegner. So, jetzt hat es natürlich mal wieder nicht funktioniert. Wunderschön. Das heißt, das können wir vergessen. Fahrt zur Hölle. Da war ja was. Nein. Alle vergiftet. Ich hoffe, ich habe nur Antipoison. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Ja, ich weiß, die Lutsch habt ihr noch nicht gesehen. Aber der Eisberg muss einfach sein. Ist viel stärker. Ich muss mich ja irgendwie retten für den Giftzustand. Das war mehr als nur gruselig. Fast 400 Schaden. Legt euch lieber nicht mit Irene's an. Wie, und jetzt bekommen wir nur so einen Schrott? Ich fühle mich verarscht. Aber wirklich. Ich hoffe, ich habe nur Antidotes. Ja, doch. Sollte ich vielleicht mal bei Bedarf aufstocken. Hilal, Hilal. Sehr schön. Komme ich jetzt auf die Theaterbühne? Ach, hier ist auch noch was. Cure Plus. Ja. Man nimmt, was man kriegen kann. Hier ist das Master Sword. Ich fühle mich wie in Legend of Zelda. Prop Sword. Wofür ist das? Weiß auch niemand, ne? Hier ist gar nichts. Wofür ist jetzt das komische Prop Sword? Props an dich, du Sword. Wir haben es erstmal. Gott, sieht das cool aus. Wie der letzte Bereich. Kurz vom Final Boss in Legend of Dragoon. Ja. Beides PS1 spiele ich. Merke manchmal kleine Parallelen. Was überhaupt nicht schlimm ist. Wer ist das? Ist das die kleine Luca? Oh Gott, mal Luca. Ist Krono auch hier? Oder Robber. Wir inside a building. Jetzt werde ich this thing doing hier.
This place is beyond moi. Ja. Nicht nur diese Geister von Chrono Triggers Kindern. Generell der Ort. Der Ort ist einfach verstörend. Total recht. Dieser Ort ist einfach something else. Macht er jetzt weiter? Ich will aber nicht weiter. Denn hier ist nämlich nur eine Schatzkiste. Seal all. Ja. Habe ich natürlich schon einige. Das reicht, glaube ich, auch für einer im Team, das hat. Und jetzt? Ja, wie Sie verstehen, verstehen Sie gar nichts. Ich glaube, ich hänge jetzt eiskalt fest. Da geht's auch noch irgendwie hoch. Hä, was soll das da oben? Das sieht aus wie ein Durchgang und kommst einfach nicht durch. Mehr als nur strange, wenn ihr mich fragt. Mehr als nur strange. Die Steuerung manchmal. Hier kommen wir noch durch. Krass. Sieht so überwältigend aus. Speicherpunkt hätte ich ganz gerne mal. What's going on? It is unfortunate, but it appears they will held else by a captive year before they died. It's too late. They are so close, yet so far. No one can help them. Ja, was sind das für Leute? Das ist Karsh vor allem. Karsh ist auch tot, Marcy. So das Geister, Riddle. Ich glaube, es war General Viper. Sind die tot in dem Universum? Ja, hier auch Glenn. Glenn ist auch hier. Das Riddle, Glenn, Viper, Zoa wahrscheinlich, der einen da rechts. Da ist Chrono. Oh mein Gott, Mini-Chrono. Are you alright? What's wrong? You have been acting strangely ever since we entered the building. Is it that child again? There is no turning back now. We must keep going, Herrs. Oh Gott. Die skandinavisch-deutsche Mischmasch-Gedöns schon mit sich. Tja. Müssen wir wohl auch durchs Portal. Ich hätte gern einen Speicherpunkt. Nein! Literally Gänsehaut gerade, weil ich weiß, was als nächstes kommt. Es ist Hünstedt. Have the clouds from the Dead Sea cleared up? It appears that the dimension itself is more unstable here than elsewhere. It is a time and space within a structure completely different from anywhere else. Luckily, the distortion to leave this place is still here. That is good news for us.
Diese Dialekte. Hier ist nix Good News. Irene's, oh, das ist auch geil. Das ist Innatron aus Chrono Trigger. You get a full night's sleep in a few seconds. Aber der Hunger bleibt, ihr wisst es. Vollständige Heilung, aber der Hunger bleibt. Man kennt das aus Chrono Trigger. Auch voll der schöne Easter Egg. I love it. Das ist Innatron. Und? Komischer Blick, aber der Hunger bleibt. Ja. HP restored. Status abnormalities removed. Aber der Hunger bleibt. Genau wie ein Chrono Trigger. Ja, was hier abgeht, ich sag mal so, Spoiler an der Stelle, es erwartet uns der schwerste Boss des Spiels. Der Boss, von dem ich immer gesprochen habe, kommt beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es. Daumen hoch und stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!